Hallo zusammen und willkommen. Knorpel übt eine wichtige Funktion in deinem Bewegungsapparat aus. Er dient als Knautschzone zwischen deinen Knochen und Gelenken. Beide sind täglich enormen Belastung ausgesetzt und zugleich immer in Bewegung. Schwindet Knorpel anhand einer Erkrankung oder einfach in zunehmendem Alter, setzen typische Gelenkschmerzen ein. Ohne diesen natürlichen Stoßdämpfer beginnt das Leid bereits bei scheinbar harmlosen Aktivitäten. Arthrose nennt sich der Verlust der Knorpelmasse und gilt als Volkskrankheit. Allerdings lässt sich bis zu einem gewissen Grad dagegen steuern. Zurückgegangener Knorpel ist nicht unwiderruflich verloren und gegen Schmerzen hilft unter anderem ein achtsamer Lebensstil. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Nummer 1: Regelmäßige Bewegung macht dich fit fürs Alter. Gegen Schmerzen durch Bewegung hilft auf jeden Fall Bewegung. Was für dich möglicherweise wie ein missratener Witz klingt, hat sich in der Realität bereits bewährt. Extrem schweißtreibender Sport ist damit nicht gemeint. Vielmehr setzt ein gesundes Knorpelgewebe regelmäßige leichte Körperbewegung zur Förderung der Durchblutung voraus. Spazieren gehen schmiert die Gelenke und versorgt diese und deren Knorpel mit wichtigen Nährstoffen. Nordic Walking, Fahrradfahren, Schwimmen oder leichte Wanderung. Jede moderate Belastung für den Bewegungsapparat ist erlaubt. Bedenke dabei bitte, dass du eine andere Belastungsgrenze besitzt als andere Menschen. Trotzdem gilt das Prinzip, wer rastet, der rostet. Bewegung ist also die beste Vorbeugung und Nachsorge in einem. Nummer 2: Übergewicht abbauen. Bei deutlichem Übergewicht solltest du Vorsicht walten lassen. Jedes zusätzliche Kilogramm ist eine echte Herausforderung für dein Kreislaufsystem sowie deine Gelenke. Besonders leiden darunter die Körperregionen, die den Großteil des Gewichtes unter Last stemmen müssen. Hüfte, Knien und Sprunggelenke sind damit gemeint. Es sprechen also zahlreiche Gründe für den Abbau der überschüssigen Pfunde. Nicht zuletzt bleiben alle guten Vorsätze bezüglich ausreichender Bewegung vergebens, wenn dein eigenes Körpergewicht gleichzeitig die Gelenke schädigt. Bei massiver Fettleibigkeit gilt selbst leichter Sport als Tabu. Eine gesunde Ernährungsumstellung ist dann unvermeidlich. Nummer 3: Fehlstellung erkennen und Fehlverhalten korrigieren. Falsche Belastung ist genauso schädlich wie mangelnde Bewegung oder Übergewicht. Nicht jeder Mensch hat einen optimal ausgebildeten Körperbau. Kleine, unauffällige Unterschiede können aber bereits den Ausschlag für einen frühzeitigen Knorpel- und Gelenkverschleiß geben. Neben dem angeborenen Körperbau stellen aber auch schlechte Haltungsgewohnheiten einen weiteren Risikofaktor dar. Das gilt für überkreuzte Beine beim Sitzen, einer gekrümmten Wirbelsäule während des Fernsehabends oder zu monotonen Bewegungsmustern sowie Lasten. Bestimmt hast du auch schon einmal einen Rucksack einseitig mit nur einer Schulter getragen. Dein Körper liebt hier Abwechslung. Vernachlässige also auf keinen Fall durch einseitiges Training Bereiche, denen du ohnehin nicht viel Aufmerksamkeit widmest. Nummer 4: Kleine Hilfsmittel für den Alltag. Problematisch wird der Umgang mit Gelenkverschleiß bei stärkeren Schmerzen. Hier kannst du mit einer gezielten Entlastung im Alltag langfristig eine Verbesserung herbeiführen. Gehhilfen zur Druckentlastung, stützende Bandagen und maßgeschneiderte Schuhwerk mit hier orthopädischen Einlagen sind sinnvolle Ergänzungen. Allgemein sollten deine Schuhe flache Absätze haben und über eine gute Stoßdämpfung verfügen. Hochwertige Laufschuhe und ein weicher Untergrund sind beim Wandern empfehlenswert. Krankengymnastik mit leichten wiederholbaren Bewegungen fördert zudem die wichtige Durchblutung deiner Gelenke. Darunter fallen auch einfache Dehnübungen, die du jederzeit und überall durchführen kannst. Nummer 5: Richtige Ernährung fördert die Knorpelgesundheit. Wenn du deinen Knorpel bei der Regeneration unterstützen möchtest, musst du nur deinen Speiseplan entsprechend anpassen. Bei Mangel bestimmter Eiweiße im Körper nimmt die Qualität deiner Gelenkflüssigkeit ab. Ohne optimale Zusammensetzung aus wichtigen Nährstoffen geht der Knorpel aufgrund von permanenter Unterversorgung nach und nach ein. Das Protein Protease baut diese unverzichtbaren Eiweiße ab. Daher kannst du durch dessen Hemmung deinen Knorpel nachhaltig schonen. Kartoffeln, Mais, Erbsen oder Sojabohnen besitzen zum Beispiel diese Eigenschaften. Auch Omega-3-Fettsäuren wie etwa in fetten Fischprodukten helfen bei der Gewebeversorgung der Gelenke und schützen zudem vor Entzündungen. Nummer 6: Trinken nicht vergessen. Ein ganz simpler Hinweis: Trinke immer ausreichend Wasser.
Dies stabilisiert nicht nur deinen Kreislauf, sondern sorgt auch für ausreichend Flüssigkeitszufuhr in den Gelenken. Durst ist hier immer ein Anzeichen eines Mangels. Für eine effektive Vorbeugung solltest du immer rechtzeitig ein Getränk parat haben. Nummer 7. Vitamine und Kollagen helfen bei der Regeneration. Vitamin D, Vitamin C und Lysin sind entscheidend für einen gesunden Bewegungsapparat. Genug Vitamin D erhältst du durch den täglichen Aufenthalt an der Sonne. Das allein beugt bereits Gelenkentzündung vor. Lysin baut dein Knorpelgewebe wieder auf. Ungefähr 12 mg pro Kilogramm an Körpergewicht täglich genügen bereits. Zu finden ist Lysin in Hülsenfrüchten, rotem Fleisch, Eiern und Käse. Vitamin C hingegen ist für die Produktion von Kollagen relevant und unter anderem in Orangen, Tomaten, Sauerkraut, Kohl, Erdbeeren, Paprika oder Zwiebeln enthalten. Kollagen ist für den strukturellen Aufbau neuen Knorpelgewebes in deinem Körper zuständig. Eine großartige Quelle dafür ist Gelatine. Aber meide beim Verzehr übermäßig viel Zucker. Dieser schwächt nämlich den positiven Effekt. Nummer 8. Bei anhaltenden Beschwerden zum Arzt gehen. Der wichtigste Punkt von allen. Wenn eine Entzündung Verursacher eines Leidens ist, hilft nur der Gang zum Arzt. Arrangiere zügig einen Termin, sobald deine Beschwerden plötzlich auftreten, sich verstärken oder nicht mehr zurückgehen. Je früher du die Sachlage kennst, desto besser sind deine Genesungsaussichten. Unser kurzes Fazit. Knorpelverlust und Gelenkschmerzen sind zweifelsohne ein sehr ernstes Thema. Ständiges Leiden bei bestimmten Bewegungen setzt die Lebensqualität spürbar herab. Zwar ist der Knorpelrückgang teilweise wieder kompensierbar, aber dieser Prozess braucht eben Zeit. Vorbeugung bleibt der wichtigste Faktor. Halte dich daher immer an eine möglichst gesunde Lebensweise und tue dir und deinen Gelenken regelmäßig etwas Gutes. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.